Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 1. Wir spielen die Mass Effect Legendary Edition und wir hatten ja vor einer Weile ein bisschen Zeug für Tali eingesammelt. Mal gucken, ob sie es haben will. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Es wird Jahre brauchen, die Daten zu entschlüsseln und zu analysieren. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber das ist es wert. Mit diesen Informationen können wir erfahren, wie sich die Gate in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Naja, ich meine, die Gate waren ja irgendwo auch der Hauptgegner für die, wie hießen sie jetzt? Ah, Talarianer? Nee, Quatsch, Blödsinn. Ah, Quarianer, so rum. Boah, zu viele außerirdische Spezies, die man sich behalten muss. Für die Quarianer waren das die Hauptgegner, also hier bitte schön, Tali. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Gate besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Tja, da freut sie sich. Wunderbar. Okay, wir haben natürlich aber noch ein paar andere persönliche Missionen und ich möchte jetzt ganz gerne die nächste machen, die jetzt von Garrus ist. Das ist, wir müssen diesen komischen Dr. Salion finden und dafür müssen wir in den Kepler-Randsektor, in das Herschel-System. Bin ich mal gespannt, was uns da dann erwartet, weil wenn das irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler ist, dann hat er garantiert irgendwo unglaublich viele hässliche Viecher oder sonst irgendeinen Mist aufgebaut oder versucht dann irgendwelche Leute zu foltern oder was auch immer. Typische Wissenschaftlersachen halt. Also fieser Wissenschaftlersachen. Schauen wir mal. Da muss ich jetzt zurück an die Karte. Und ich hoffe mal, dass uns jetzt hier dann auch gleich das zu finden ist. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das schaffen, Commander. Sie konnten die Basis sichern und die Biotika neutralisieren, ohne dass es zivile Verluste gab. Ich mache nur meinen Job, Admiral. Ich wollte keine Unschuldigen opfern. Ich wünschte, jeder Soldat hätte Ihre Auffassung von "Ich mache nur meinen Job". Sie sind es wahrlich wert, diese Uniform zu tragen, Shepard. Wir stehen in Ihrer Schuld. Fünfte Flotte Ende. Ach, das ist doch mal nett. Haben wir mal wieder die Welt gerettet, ne? So, raus aus diesem System. Wir müssen jetzt zum Kepler-Randsektor. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Okay, super. Und hier ist das Herrschersystem. Da, da. Und los geht's. Einmal weiter mit der wilden Fahrt durch die Masseportale. Ist ja immer wieder schön, wenn das hier funktioniert. So, dann gucken wir doch mal, wo wir uns hier niederlassen müssen. Nope. Huch, unbekannt. Felsiger Asteroid. Ach, wie witzig, das nehmen wir doch gleich mal mit. Beim Scannen haben wir ein großes Platinlager entdeckt. Nehmen wir immer. So. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. MSV Fidele. Okay. Ich frage mich, ob das unser Ziel ist. Ich schaue mal die restlichen Planeten kurz durch. Nope. So. Klygon. Da gibt's auch nichts. Also dürfte es dieses Schiff hier sein, wahrscheinlich. An Bord gehen. Uiuiui. Dr. R. Hart. Privatbesitz. Die Fidele ist ein menschliches Modullastschiff der Kovlun-Klasse. Neben dem Standardfrachtraum verfügt das Schiff auch über einige biologische Forschungsmodule. Okay, da müssen wir auf jeden Fall den Garrus mitnehmen.
Da bist du. Und ich denke mal, ich nehme nochmal Caden mit. Für die biotische Unterstützung, falls wir hier irgendwie nervige Sachen erleben. Gucken wir mal. Ja, hier sind nämlich gleich mal wieder eine fette Menge Gegner. Wer weiß, was uns hier erwartet. Oh, das ist mal ein anderes Layout. Cool. Aber ich habe schon die vage Vermutung, dass hier die Story dann gleich losgeht. Dass wir hier gleich Spaß kriegen. Ach Gott, ist das wieder mal so eine Art Arena-Kampf. Kommt mal her, Jungs. Immer schön hier im Inneren verteilen. Was auch immer uns jetzt hier erwartet. Oh oh, das sieht jetzt schon wieder aus wie fiese, hässliche Kackviecher. Das hat ihm nicht... Oh. Offenbar hat Salia noch mehr gemacht als Opfer. Eklig. Okay, das Viech ist tot. Boah. Hässliche Kackzombies. Ah, hier ist noch einer. Ich würde mal sagen, das hat ihn jetzt erledigt. Nee, nicht ganz. So. Boah. Ekelhaft. So, mal schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Aber wo ist denn jetzt der Typ? Ich würde mal wetten, hier hinten irgendwo. Dem begegnen wir am besten mit einer gezogenen Waffe. Oh Mann, ich finde es so eklig. Echt, diese Wissenschaftler und ihre Ideen. Danke. Oh. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Commander, das ist er. Das ist Dr. Salion. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart, bitte, holen Sie mich hier raus. Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv. Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Tja, machen Sie ihn fertig. Zeit zu sterben, Doktor. Nee, also... Der gehört mir, Garrus. Sie sind doch alle verrückt! Was war das gerade, Shepard? Sie dürfen niemals zögern, wenn Sie den Feind sehen, Garrus. Verstehe. Tja, ich schätze, wir sind hier fertig. Salions Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es wird Zeit, zur Normandie zurückzukehren. Oh, ich glaube, er hatte mir gesagt, dass er den töten möchte. Aber ganz ehrlich, nee, weg damit. Der soll ja nicht zum Mörder werden, da werden wir das lieber. Ach Gott, was für ein ekliges Zeug hier. Oh, immer diese Krankenwissenschaftler. Ja, wir haben wieder zu viel Zeug mit dabei. Ich muss echt mal... Ich hatte jetzt extra wieder Zeug verkauft, aber irgendwie habe ich recht wenig Erfolg darin, den ganzen Scheiß loszuwerden. So, mach hier mal... Okay, Schrotflinte, krasse Sachen. Egal, ich habe jetzt keinen Bock auf das Spiel hier. Oh. Auf jeden Fall haben wir den Salion erledigt. Und wahrscheinlich wird uns Garrus dann erstmal so ein bisschen die Hölle heiß machen. Ich guck mal eben, ob das jetzt damit erledigt ist. Ja, ich glaube schon. Dr. Salion ist tot. Ah, Garrus war darüber enttäuscht, dass er seine Sache nicht zu Ende bringen konnte. Aber er hat die Gründe dafür verstanden und akzeptiert. Ach, verdammt. Hätte ich ihn mal umlegen lassen. Scheiße, egal. Ah. Huch, was ist denn hier? Okay, hier ist die Brücke und es sitzt hier niemand. Okay. Der Typ hat sich hier einfach nur ganz, ganz breit gemacht. Uah, mit seinen ekligen, komischen Killer-Zombies hier. Uah, warte mal, die brauchen wir doch nicht hier. Okay, dann mal schnell wieder zurück an Bord. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Wahrscheinlich wieder durch die Tür. Also ich nehme es mal stark an, dass ich hier raus muss. Ja, hier Türsteuerung. Zurück an Bord der Normandie. Tut mir leid, Garrus.
Die Spielerin von Shepard ist vergesslich, sehr vergesslich. Aber dann haben wir ja noch ein bisschen was mit Vrecks Familienrüstung zu tun, würde ich mal sagen. Das ist irgendwo im Argos-Roh-Sektor, habe ich mir aufgeschrieben. Ach, Goros, es tut mir leid, ich bin einfach doof. Hättest du den mal irgendwie erledigt? Scheiße. Na, egal. Ach, Rache ist sowieso blöd. So. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hier im Argos-Roh-Sektor etwas finden könnten. Erstmal den Sektor finden. Ah, hier. Argos-Roh. Da ist es. Phoenix und Hydra. Ich nehme mal Hydra. Bin gespannt, ob wir irgendwie einen Hinweis bekommen. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Nee. Hier könnten wir landen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Ort ist. Ich werde mal kurz in die Questbeschreibung gucken. Weil letztendlich, wir stehen ja jetzt hier auch auf unserem Schiff. Gucken wir mal. Vrecks Familienrüstung. Irgendwo im Argos-Roh-Sektor. Ja, geil. Ha. So sehr viel mehr haben wir aber glücklicherweise nicht mehr. Also die Datendisks, okay, hier haben wir doch irgendwo eine vermisste Person. Im Strenuus-System. Wir brauchen nur noch Liga-Medaillons. Und noch ein paar Metalle und so. Ja, okay. Ha. Toll, jetzt stehen wir hier in der Karte der Galaxis und fragen uns, sind wir jetzt hier richtig? Nee, warte mal. Das war nicht der richtige. Midgos war der Planet, der irgendwie sehr unschön aussah. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal den Vrecks mitnehmen. Die Kroganer sind ja generell nicht so komplex, was das angeht. Die können ja irgendwo an vielen Orten überleben. Vielleicht gibt es ja auch denjenigen, der das Ding geklaut hat, der sich hier irgendwie niedergelassen hat. Schauen wir mal. Okay. Mal schauen, welche Art von Kämpfen wir hier zu tun haben. Aber wenn ich Vrex mitnehme, dann nehme ich Ashley nicht mit. Das ist ein bisschen blöde. Weil die ja relativ ähnliche Stärken haben. So, mal gucken, ob ich jetzt hier schon alles irgendwie abgefrühstückt habe. Hier war ich schon. Transponder-Signal. Turianisches Wrack. Rettungskapsel. Ha. Puh, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, okay, ich rede nochmal mit Vrex. Vielleicht verrät er mir irgendwas über seine Familienrüstung. Oder zumindest hat er vielleicht auch neue Erkenntnisse. Mal schauen. Oder wir gucken nochmal im Phönix-System. Ich glaube, das hier war jetzt der einzige Planet, bei dem wir irgendwas tun können. Kanrum war auch erkundet. Jupp. Okay, das war offensichtlich alles. Ich schaue nochmal hier bei Phoenix rein. Ich glaube, mehr Systeme gab es hier eh nicht. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch schon mal irgendwie benutzt haben. Aber ich glaube nicht. Schauen wir doch mal. Okay. Oh, hier gibt es so viele kaputte Asteroiden oder so. So. Webinok. Nö. Nö. Wieder ein Satz mit X. Also diese gierigen Planeten. Okay, hier könnte ich landen. Tuntau. Gott. Irgendwann gleicht sich das alles so furchtbar. Und es kommt einem nichts mehr besonders vor. Das ist echt schlimm. Aber diese Galaxie ist auch einfach zu groß. Also ich würde mir echt wünschen, ich könnte mir irgendwo so einen Haken an die benutzten Planeten schon mal rantun. Das würde echt helfen. So, Vrex müssen wir mitnehmen. Und wir nehmen Caden mit.
So, was haben wir denn hier für einen schönen Planeten? Einer mit Gras oder einer ohne Gras? Na, mal gucken. Na. Gibt's Gras? Nein, es gibt Felsen. Mal wieder. Und ich hatte gehofft, wir sehen irgendwas Schönes. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Verborgenes Gebäude. Das klingt doch hier sehr verheißungsvoll. Das könnte vielleicht unser Ziel sein. Schauen wir doch mal. Das ist vor allem... Oh, das ist bewacht. Haha. Das klingt doch wirklich wie ein Ort, an dem wir uns mal hinbegeben sollten. So. Wo ist das denn? Irgendwo da drüben. Gucken wir mal, ob wir da jetzt noch schön hochkommen. Ja, hoppala. Ui, kannst du nicht auf meine Hand springen? Ich verreiß doch die Maus, Kätzchen. Da sehen wir doch nichts. Nein, Flauschi, du musst jetzt hier nicht in meinem Regal rumfrickeln. Ich weiß, dass du vielleicht gerade etwas Langeweile hast, aber das heißt nicht, dass du meine Einrichtung sabotieren musst. Okay, das ist aber hässlich hier. Meine Güte. Okay, da sind... Oh, das sieht so aus, als wären da so ein paar Leute, die das bewachen. Dann fahren wir doch mal außen rum, damit ich die auch gut abschießen kann. Wir sitzen ja praktischerweise hier in einem Marco. Das heißt, viel kann uns nicht passieren. Was auch immer da jetzt so ist. Oh ja. Bam. Hallo Leute, ich habe hier mal mit dem Raketenturm geschossen. Jetzt brennt es hier immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube mal, das ist jetzt der passende Ort. Oh Mann, oh Mann. Ach, wie hart ist das jetzt. Okay. Gut, ich habe mal eben kurz noch eine Speicherung anlegen. Und los geht's. Sagen wir freundlich Hallo. Wir haben ja sonst nichts zu sagen heute. Okay. Dies ist der Ort. Meine Panzerung muss hier irgendwo sein. Okay. Das ist schön, dass du das schon von vornherein noch weißt. Okay, erstmal die Knarre raus. Ey, Kater, du... Meine Katzen sind mal wieder sehr... Also, dann los. Du stehst hier gerade am Türschild. Okay. Wo sind denn hier die Freaks? Na, sind hier nicht irgendwo Gegner? Doch, da sind welche. Immer wieder schön, wenn die freundlich Hallo sagen. Na, guck mal. Da hat jemand sogar Barriere offensichtlich. Aber nicht mehr lange. Das ist der Wichser. Machen wir ihn fertig. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann lade ich mal hier meine Barriere auf. Und du könntest mal das hier benutzen. Ja. So, einer weniger. Huch, jetzt schieße ich auch schon auf den Falschen. Verpiss dich halt auch noch, Junge. Das hätten wir. So, jetzt fehlen hier nur noch ein paar. Dafür gibt es eine Schrotflinte für solche Momente. So, irgendwo ist hier noch einer. Ah, ich glaube, die sind oben. Yep, ich glaube, die sind oben. Dann gehen wir doch mal freundlich in den ersten Stock und sagen Hallo. Komm mal, Jungs. Ich glaube mal, das hätten wir hier. Sehr schön. Jetzt muss ich mich nur mal ein bisschen versorgen. Medigel aufgetragen.
Und hier ist hoffentlich die coole Rüstung drin. Was? Ich muss ja auch schon wieder dechiffrieren. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ist okay. Dass man diese Warnung nicht irgendwie ausschalten kann. Ich würde es tun. Wow, hier ist echt viel, viel geiles Zeug drin. Cool. So, aber das hier nehmen wir mit. Ja, ist okay. Das ist sie. Ich kann nicht glauben, dass meine Ahnen diesen Mist je getragen haben, aber zumindest habe ich sie wieder. Ich bin froh, dass wir Ihnen helfen konnten, sie zurückzubekommen. Ich fange ja fast an, sie zu mögen, Shepard. Vrex berührt die Rüstung seines Großvaters. Dabei wirkt er vielleicht nachdenklich. Es ist immer schwer zu erraten, was Kurganer denken. Dann schüttelt er seine Verwirrung ab und greift wieder entschlossen zu seiner Waffe. Es muss weitergehen. Okay. Also haben wir jetzt auch den Vrex glücklich gemacht. Ist das nicht schön? Das heißt, wir können uns dann noch anderen Missionen zuwenden, hoffe ich. Ein, zwei haben wir ja noch, die wir noch irgendwie abschließen müssen. Und dann wird es, denke ich mal, mit der Hauptquest weitergehen. Ich bin jetzt mal froh, dass wir hier einen guten Teil der ganzen Sachen abgehakt haben. Und würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.